Der Volkswagen-Konzern wird den Sportwagenbauer Porsche bereits im August und damit 2 Jahre früher als geplant übernehmen. VW zahlt für die noch fehlenden 50,1% der Porsche-Anteile 4,46 Milliarden Euro plus eine VW-Stammaktie. Die Porsche Holding plant mit dem Geld unter anderem Schulden in Höhe von 2 Milliarden Euro zu bezahlen. Steuerrechtlich gesehen handelt es sich nicht um einen Verkauf, sondern um einen internen Umbau. Deshalb werden auch keine Steuern fällig. Vielleicht schauen wir mal auf das, was inhaltlich unser Ziel war bei der ganzen Veranstaltung. Es war der integrierte Automobilkonzern. Und mit dem, was wir jetzt machen, mit der Transaktion, die wir jetzt umsetzen, erreichen wir uneingeschränkt dieses Ziel. Das Führungsmodell des Volkswagen-Konzerns sieht ja klar die Stärke der Marken vor, mit eigenem Headquarter, eigene Entwicklung, eigenen Vertrieb, eigene Produktion. Und es wird es aber auch bei Porsche sein. Und was die Augenhöhe betrifft, sage ich mal, ist Porsche auf derselben Augenhöhe wie die anderen Marken wie Audi, M1, Scania und so weiter. Die Finanzmärkte sahen den überraschend schnellen Zusammenschluss am Donnerstagmorgen positiv. Sowohl die VW-Aktie wie auch die von Porsche legten zu.